Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Mechabellum gegen Cursed heute. So. Kein Panzer-Spam heute. Gehen wir rein. Offensiv. Okay. Links, rechts. Gehen wir rechts, glaube ich. Mal die Frage, wo er jetzt seine Einheiten hinstellt. Einen Crawler sollte ich wahrscheinlich auch hier aufstellen, vermutlich. Gehe ich für den Crawler ganz außen. Ich denke ja. Hat auch nur Crawler geaddet, okay. Da meine Der Rentler ist natürlich Spaß jetzt. Ich meine, ich habe sie relativ offensichtlich gemacht, dass ich offensiv spielen werde. Bei dem Pick denkt auch er nicht, dass ich defensiv spielen werde, oder? Ah, wer kriegt zuerst den Tower? Die Perspektive könnte ein bisschen täuschen. Es wird aber eine sehr knappe Kiste, aber er ist zuerst dran, oder? Fast gleichzeitig. Okay, war in Ordnung das Timing. Läuft. Aber es ist auch nur die erste Runde, also hat nichts zu sagen. Die Wespen sind jetzt nicht so geil für mich. Wo will ich überhaupt hin jetzt? Hier ist die große Frage. Der steht eigentlich auch extrem blöd hier, wo er steht. Tower upgraden ist zu teuer. Satellitenspielen ist zu teuer. Wespenschwarm ist zu teuer. Keine Ahnung, was soll ich denn hier bitte tun? Ich glaube, ich mache es einfach so. Ähnlich wie ich jetzt hier mit irgendwie einen Blumentopf gewinnen soll in der Verteidigung. Und die müssten ja eigentlich dafür sorgen, dass seine Viecher auch weggezogen. Er wird 100% die Wespen spielen, oder? Ich denke schon. Spielt Öl in Runde 2. Was für eine geistesgestörte Entscheidung. Und auch schön meinen Viech hinterherrennen. Das klappt schon mal genau, das war nämlich der Plan. Deswegen habe ich es nämlich nicht in die Mitte gesetzt. Und er hat aber Panks geaddet und damit verliere ich die Runde. Weil ich keine Luftabwehr mehr habe und sein Tower nicht rechtzeitig. Oh nein, never mind, ich habe noch Luftabwehr, ich habe noch ein paar Wespen gleich. Okay, ersten Debuff geholt. Die ersten Wespen sind auch schon da. Müssen halt vor dem Debuff sterben, ne? Tun sie auch fast. Okay, das reicht. Aber ich kriege den Debuff nicht mehr. Das reicht. Wird dann schwierig, aber es könnte reichen. Ja, es reicht sogar, oder? Debuff-Timing-Frage. Sieht gut aus.
Und jetzt schnell die Wespen killen, bevor die Crawler da sind. Oh. Einen Rhino-Drop machen. Das ist nicht so mega effektiv, vermutlich. Der Marsch-Item. Oder das hier. Ich würde eigentlich gerne die Spinnen ausgeben. Lufteinheiten zu spielen, wenn ihr jetzt schon Fars hier for free bekommt, ist irgendwie auch kacke. Einfach aufgeben. Ich bin gerade ein bisschen. Wahrscheinlich sollte ich einfach erstmal in die Breite weiter aufstellen. Ich glaube, ich skippe das einfach. Oder auch nicht. Okay, noch irgendwas freischalten, alles getan. Perfekt, besser jetzt gar nicht laufen können. Er holt einen Vulcan, okay. Schön den Marksman evaded. Und auf den Tower gegangen. Perfekt gemacht, Rhino, sehr gut. Intelligent. Wie man so schön sagt. Ah, ist ein Tick, jetzt nochmal einen Tick nach hinten hinter die Crawler gehen müssen. Gut, ich habe zumindest die Hoffnung, dass ich hier noch alles kille, außer dem Vulcan vielleicht. Level 1 Tower tankt Vulcans nicht gut. Learning des Tages, okay, okay. Der könnte den schon ganz gut wegpushen, oder? Den Vulcan hier. Oder muss ich Rhinos gehen? Ich brauche irgendwie auch Damage. Spider-Mines sind es hier vermutlich leider nicht, ne? Das ist das günstigste, das ist auch das nutzloseste gefühlt hier. Und der hätte schon ordentlich Punch. Ach komm, wir nehmen es aber den. Let's freaking go. Kriegen die Spider-Mines? Wahrscheinlich komplett halt Intes zu machen, Game Spider-Mines. Da wollten wir einen Fang haben, perfekt. Okay, mal schauen, wer hier schneller cleared. Gleich schnell. Aber ich müsste ihn zuerst töten, außer er hat irgendwelche Upgrades ausgegeben. Hat er gemacht sogar, scheiße. Aber okay, war nicht genug. War kein Breakpoint. Das ist quasi komplett egal, was ich hier getan habe.
Toll. Also läuft überhaupt nicht. So. Ich meine, ich habe den gelevelt jetzt, ne? Mit Double Shot. One-shottet er den vielleicht sogar fast. Sind nicht mehr 6000 oder 36.000. Wenn ich ein Damage Upgrade ausgebe. Hab ich denn hier gelesen? Bin verwirrt. Let's do it. Ja gut, dann gehen wir noch die Spider-Mines aus. Frage, macht ein Level auf dem Sinn nicht so wirklich, gell? Nicht zu weit, aber will ich gar nicht. Da ist ein bisschen Int. Ich mach's mal lieber hier hin. Wäre komplett anfällig gegen Lufteinheiten, ne? Aber das ignorieren wir einfach. Ja auch. Sehr gut. Okay. Jetzt sind wir bald drauf, oder? Jetzt sind wir drauf. Yes, wir sind drauf. Okay, mal gucken, ob das reicht. Die Mines, die kommen rein. Der Double Shot kommt rein und alles kommt rein. Und die Crawler und sie fahren und sie explodieren alle Mines wahrscheinlich gleich. Oh ja, die kommen gut. Reicht aber nicht. Ich glaube, da brauchen wir den. Fürchte ich, ne. Okay. Level 7? What the hell is going on? Ich wollte eh Boote kaufen. Gemein, dass es ihn einfach so hinstellt. Brauche ich ein Redeployment. So, wie gehe ich jetzt hier mit den. Also so ist die Mitte abgesichert. Das müsste doch eigentlich klappen, oder? Gebe ich denen hier auch die Chin-Gun? Glaube ich gar nicht unbedingt nötig. Ich glaube, ich brauche mehr von denen einfach noch. Aber noch ein paar Minen, die hier versetzt reinkommen. Mal noch was Speed vielleicht. Ein bisschen Defense. Okay, hat sie dahin gestellt. Zwei überleben, aber meine Wespen gehen rüber. Perfekt. Okay. So, was passiert hier vorne? Der macht seinen Job richtig gut. Wir haben ein kleines Problem mit. Was hat er mit meinen ganzen Tarantulas gemacht? Wahrscheinlich möchte ich die doch mal leveln. Den hat er gelevelt, den Tower? Ja, doch einmal. Was schießt halt einfach kein richtiger Panzer drauf, das Problem. Kommen denn die Wespen mehr aus der Mitte noch, oder was? Ja, wir schießen mal drauf. Sehr gut. Aber gerade noch rechtzeitig. Nee, war zu spät.
Okay, wir müssen es, glaube ich, immer noch ein bisschen analysieren. So ein Quatsch, ey. Der eine Schuss hätte gefehlt und es hätte gereicht. Okay. Okay, die Vulcans killen die jetzt wegen Ignite. Wo das auch Feuer jetzt kommt und so, das freut mich enorm. Den kann ich mal verkaufen, glaube ich. Ich meine, ich gehe jetzt einfach all fucking in mit den Viechern, oder? Kauft zuerst den. Promote die beide. Ja, das war Quatsch, was ich getan habe, leider. Warum tue ich das? Das macht keinen Sinn, was ich gerade getan habe, aber ist egal. Wahrscheinlich hier vor allen Dingen Wespenspawn drücken müssen, aber keine Ahnung, was ich da tun soll gegen. Wollte einfach den Tower jetzt mal schneller als das letzte Mal. Ich habe Spamklee-Probleme. Meine Tarantlas brauchen vor allen Dingen wahrscheinlich mal Reichweite vielleicht, dass nicht immer alle instant sterben. Und den Tower wäre jetzt mal ganz nett. Bitte. Okay. Okay, also im Zweifel einfach Boote bauen, sonst scheint doch die richtige Antwort gewesen. Hatte kurz daran gezweifelt, aber wer bin ich, die Boote zu questionen? Ja, supi. Der Iron Beam. Das. Gebe ich denen jetzt einfach Reichweite, dass sie nicht instant an allem sterben? Ich glaube, das wäre schon hilfreich. Vielleicht doch lieber kein Upgrade. Vielleicht auch lieber Kredit. Ein bisschen absichern gegen was auch immer da komme und dann noch mal mehr Spam halt einfach hier vielleicht auch noch mal so, dass dazwischen irgendwie. Also dass der Beam kam, war ja recht wahrscheinlich. Dementsprechend musste ich da weg, aber er wusste. Das ist immer der Vorteil, wenn man selber seine Aktionen planen kann und nicht nur darauf angewiesen ist, zu gucken, was der Gegner macht. Und der Uli nimmt es hier durch. Meine Boote alleine reichen nicht, wenn die überleben, oder? Ne, ich glaube nicht.
Also irgendwas anderes muss schon noch überleben. Aber ihn hier in den Ignite reinzubeten, war eigentlich ziemlich gut. Das war ein Riesenfehler von ihm, glaube ich. Das sind 1400, 1600, 1800, also mindestens, wenn die Dicken überleben und es sieht gut aus. GG. Er hat meiner Meinung nach aber falsch auf den Panther hier reagiert. Das Ignat hat er, glaube ich, auch gemacht, nachdem ich einen Level-Vorteil hatte, glaube ich, ne? Und auch nachdem ich das Upgrade gemacht habe, ich weiß es gar nicht. Das wirkte für mich ein bisschen wie ein Überinvestment. Ja, denen hier einfach Reichweite zu geben, war auch nochmal wichtig, dass die, weil die sind immer zu früh gestorben, ne? So hatte ich nochmal ein paar von denen, dann hatte ich ja noch Spam-Clear dabei. Natürlich langsamer als meine Overlords, aber war ich dann am Ende trotzdem irgendwie aus, um halbwegs mitzukommen, dass die nicht Ewigkeiten an Spam hängen bleiben. Das waren natürlich jetzt ganz schön Monster, die Level 3 Dinger, ne? Immer die Frage, levelt man die oder nicht, ne? Die Leute, die leveln die überhaupt nicht. Ich denke aber, wenn der Gegner so viele Giants hat, mit so viel HP, dann kann man schon machen, weil dann macht die Overlord-Artillerie oder Chin-Gun, wie es auch immer genannt wird, 33.000 Schaden. Und das ist ja in keinem Fall ein Overkill. Gegen Giants, also von daher denke ich, kann man das so machen. Und ja. Absorption Module auf dem hochleveligen Overlord kann auch sehr gut funktionieren. Ich hatte ein bisschen gedacht, er gibt vielleicht hier die Anti-Airbrush aus. Wobei es jetzt hier gegen auch nicht gut gewesen wäre. Aber deswegen habe ich es auch gelevelt. Das war auch so ein Gedanke dabei. Die Mustangs hier haben es jetzt halt auch nicht gerissen. Wahrscheinlich auch geschuldet, dass die Level 3 vorne standen. Wobei die vielleicht auch einfach vorher schon an den Tarantlas krepiert sind auf der linken Seite. Hier rechts habe ich gar nicht wirklich gesehen. Naja. Wie auch sei, ich sage danke fürs Zuschauen. Gerne ablassen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.